Herzlich willkommen im X-Lab. Es geht heute wieder um Hintergründe. Hintergründe, das können ja Hintergrundkartons sein, so wie ich sie hier stehen habe, mit denen man sehr schön flexibel, schön bunt arbeiten kann. Es gibt aber auch Hintergrundstoffe. Ich habe hier auf diesem Kanal schon den ein oder anderen gezeigt. Und ich benutze ab und an sehr gerne Hintergrundstoffe. Für Porträts zum Beispiel. Warum? Natürlich, jeder, denke ich, macht Porträts zum Beispiel am liebsten in tollen Locations, in wunderbaren Räumen, in der Natur, da wo die Hintergründe natürlich ganz spannend, ganz klasse sind. Aber immer geht das natürlich nicht. Man hat nicht immer Zugang zu Schlössern, zu schönen Innenräumen und manchmal ist das Wetter auch nicht so toll, sodass Hintergründe eine gute Alternative zum Beispiel zu Raufaser sind. Es gibt meiner Meinung nach nichts Schlimmeres als Raufaser für die Fotografie. Also Hintergründe braucht man, denke ich zumindest ab und zu. Und ich benutze sie sogar sehr gerne, weil man dadurch, je nachdem welche Motive man kauft, natürlich von sehr kitschig für Hochzeitsmotive mit Rosen außenrum, bis hin zu Metalloberflächen, zu Steinhintergründen, die dann auf dem Foto, wenn man sie richtig beleuchtet, auch teilweise sehr gut aussehen. Die Firma Backdrop Factory hat mir angeboten, eine neue Premium-Serie ihrer Hintergründe zu testen. Und ich habe das natürlich nicht abgeschlagen. Ich bekomme kein Geld dafür, es ist also keine bezahlte Werbung. Aber die Hintergründe wurden mir natürlich kostenlos zur Verfügung gestellt. Jetzt gab es diese neue Premium-Reihe bei Backdrop Factory in zwei verschiedenen Stoffausführungen. Und ich habe gesagt, wenn ich die teste, dann möchte ich beide Varianten da haben, um auch den Unterschied zeigen zu können, damit Sie, falls Sie sowas kaufen möchten, die Auswahl haben und schon mal vorab hier in diesem Video sehen können, was praktisch ist, was gut ist, was funktioniert und wo der genaue Unterschied zwischen diesen beiden Materialien liegt. Einer der beiden, ich vermute mal, das ist der kleinere hier, das sehen wir gleich, wenn wir das geöffnet haben. Ich habe das hier also sehr schön in Rollen geschickt bekommen, ist Vinyl. Vinyl ist klar, das ist ein Kunststoff, der bedruckt wird. Und das andere nennt sich, ich schaue nochmal nach, Premium Airdrop. Premium Airdrop, da weiß ich nicht genau, was das bedeutet. Das wird dieser hier sein, das schauen wir uns auch nochmal in Ruhe an. Vielleicht ist es auch umgekehrt, wir sehen das gleich. Wunderbar ist, dass diese Hintergründe in Rollen geschickt wurden. Das ist insofern sehr gut, weil die gefalteten Hintergründe, wenn man die geschickt bekommt, die muss man erst aufwendig bügeln. Und wenn Sie schon mal so einen 2x3 Meter großen Hintergrund gebügelt haben, dann wissen Sie, das ist ganz schön Aufwand. Gerollte Hintergründe halte ich also für wesentlich angenehmer. Die rollt man wieder auf und dann hat man keine Falten im Stoff. Natürlich ist die Lagerung hier ein bisschen schwierig, aber wir schauen uns das gleich nochmal in Ruhe an. Vielleicht noch was zur Größe. Diese Hintergründe, die kann man, wie bei vielen anderen Herstellern auch, in verschiedenen Größen bestellen. Ich würde immer empfehlen, nicht die kleinsten zu nehmen. Natürlich reicht ein 1,50 m x 1,50 m Stoff aus, um ein Porträt zu fotografieren. Aber schon in dem Moment, wo zum Beispiel jemand auf dem Stoff stehen soll, also wenn Sie jemanden vom Kopf bis Fuß aufnehmen wollen, brauchen Sie ja mindestens 2 Meter, unten noch ein bisschen 2,50 Meter. Und in der Breite, wenn ich jetzt hier so ein bisschen mich bewege, dann ist 1,50 Meter auch schon viel zu wenig. Ich würde also empfehlen, mindestens die etwas größeren Stoffe zu verwenden. Und ich habe hier jetzt gewählt 1,90 Meter Breite, also es ist schon recht viel. Da kann man sich dann schon recht gut bewegen oder auch mal zwei Personen aufnehmen. Und 3 Meter Länge. 3 Meter Länge hört sich recht viel an, ist es aber im Endeffekt gar nicht. Es reicht aus, weil, wenn ich jetzt vor einem Hintergrund stehe und ich gehe ein bisschen weiter weg und ich fotografiere nicht von oben, dann brauche ich hier oben noch ein bisschen Reserve. Also 2 Meter oder 2,10 Meter brauche ich mindestens in der Höhe. Und wenn ich dann auch noch drauf stehen möchte, also ganz Körper drauf sein möchte, brauche ich mindestens 1 Meter unten. Also 3 Meter ist meiner Meinung nach das Mindeste, wenn man Ganzkörperaufnahmen machen möchte. Es geht natürlich auch größer, aber unter, sagen wir so 1,60 Meter bis 1,90 Meter Breite und 3 Meter Länge würde ich persönlich nicht empfehlen, es sei denn, Sie machen ausschließlich Headshots und haben dann natürlich kleinere Hintergründe. Gut, packen wir es mal aus, hängen wir es mal auf und schauen wir uns an, wie die Hintergründe aussehen und welche Unterschiede es in den Materialien gibt.
hier sehen wir den ersten Stoff. Es ist also vermutlich das Vinyl relativ fest und damit auch knitterfrei. Also eigentlich schon mal ein recht angenehmes Material. Es steht übrigens auch in der Beschreibung drin, die Bedruckung ist ohne Gift und Schadstoffe. Da macht man sich also dann scheinbar schon auch Mühe, die Materialien auch verträglich auszuwählen. So, das wäre der erste. Ich packe den zweiten aus und dann hängen wir die mal auf und schauen uns die mal an. So, ich habe jetzt beide ausgepackt. Einen der beiden Hintergründe habe ich hier aufgehängt. Die sind beide recht ähnlich. Der hier ist etwas heller. Ich habe zwei verschiedene Motive ausgesucht, weil bringt mir ja nichts, wenn ich zweimal das gleiche Motiv auf verschiedene Materialien habe. Uns interessiert jetzt aber auch, wie reagieren die Materialien, wie sind die aufgebaut. Hier sieht man schon deutliche Unterschiede und ich vermute jetzt, dass der dickere, also die größere Rolle, die wir vorhin gesehen haben, dass das PVC ist. Das ist auf jeden Fall das dickere Material und es verhält sich wirklich auch so ein bisschen wie so ein PVC-Boden. Es ist also so richtig plastikmäßig, was aber den natürlichen Vorteil hat, man kann das hier total gut abwaschen. Also das sieht so aus, als wäre es unkaputtbar. Und hier könnte man wirklich nachher auch mit dem Schwamm drüber gehen, um abzuwaschen. Also sehr robust, sehr stabil, vor allen Dingen dann auch wetterbeständig. Also ich denke, wenn es hier mal regnet, dann ist im Gegensatz zu einem normalen Stoff, haben wir hier nicht das Problem, dass das Ganze irgendwie dann hängt oder nachher nicht mehr richtig glatt zu kriegen ist. Also super robuster Stoff. Im Gegensatz zu dem hier spiegelt der noch ein bisschen mehr. Also wir haben hier etwas mehr Reflexion, das ist eine glattere Oberfläche, die eben vermutlich eben auch stärker wasserabweisend ist. Und der andere, den ich jetzt hier habe, der ist weicher. Also auch insgesamt hier, wenn man sich das Material mal anschaut, das ist hier ein bisschen flexibler. Nicht wie normaler Stoff, also wie normale Baumwolle oder so, aber etwas flexibler, dünner. Sieht aber auch sehr robust aus. Und einer der großen Unterschiede ist, glaube ich, der, dass wir hier, das ist ein bisschen matter. Ich glaube, das reflektiert nicht so stark. Ich werde beide Hintergründe jetzt in einem Shooting testen und wir sehen, welche sich dann auch beim Beleuchten gut verhalten, also sinnvoll verhalten. Wichtig bei diesen Stoffen ist, dass man sie, wenn man sie abhängt, tatsächlich auch wieder auf die Rolle hier aufrollt und nicht faltet. Ich glaube, Falten ist bei PVC dann irgendwann tödlich, weil das kann man ja nicht so einfach bügeln. Man hat also immer die Rolle. Ich werde jetzt mal die beiden tauschen und hier sehen wir nochmal die Materialien in der Nahaufnahme an den Papprollen. Ich denke, das hier, das dickere, das ist das Vinyl. Das ist relativ hart, so ein bisschen gummiartig. Und das andere, das ist dieses Premium, dieser Premiumstoff. Der ist weicher, fühlt sich so ein bisschen stofflicher an. Trotzdem aber eine robuste Oberfläche. Also es ist natürlich auch wahrscheinlich eine Art Kunststoff, ich weiß es nicht genau. Ist insgesamt etwas matter, kleiner, weicher. Also dünner, weicher. Das ist etwas vielleicht glänzender, aber auch nicht zu sehr. Hat aber eine glattere Oberfläche, von der ich eben vermute, dass sie absolut wasser- und wetterfest ist. Ja, und dann geht's los mit dem Shooting. Viel Spaß! Dieser Hintergrund hier hat 3 Meter und wir sehen, wenn wir oben genügend Luft lassen wollen, dann wird es unten am Boden schon knapp. Um das Model ganz drauf zu kriegen, muss ich schon recht dicht an den Hintergrund. Dies ist der stärkere, festere Stoff, der so ein bisschen wie LKW-Plane haptisch wirkt.
Man sieht aber auch, dass mein Gestänge, das ich hier verwendet habe, zu schwach ist. Der Stoff ist schwer, das Gestänge biegt sich leicht durch und wir sehen am Hintergrund Falten, die sich bilden. Das kriege ich hier gar nicht aus, da bräuchte man eine stabilere Stange. Ja, von mir ein kleines Fazit zu den beiden Stoffen, die ich hier ausprobiert habe. Ich habe 4 Shootings damit gemacht und was mir positiv aufgefallen ist, diese festeren Stoffe, die nicht gefaltet, sondern gewickelt werden, haben natürlich den Vorteil, dass sie, wenn man eine vernünftige Stange hat, wie ich schon gezeigt habe, oder den leichteren Stoff verwendet, tatsächlich auch sehr glatt liegen, ohne dass man sie bügeln muss. Und das finde ich ist ein riesen Zeitgewinn. Dafür ist natürlich die Lagerung etwas schwieriger, aber auch nicht viel anders als andere Hintergrundrollen. Der Look von diesen Hintergrundstoffen ist sehr gut. Durch das massive Material wirken die Stoffe auch tatsächlich wie eine massive Wand. Also in meinem Fall so ein bisschen eine verrostete oder eine Betonwand, die ein bisschen schon vergammelt ist. Also sehr schön, fast wie on location. Man kann damit sehr gut arbeiten. Wichtig, und ich glaube, das muss ich nochmal betonen, kaufen Sie die nicht zu kurz. Also selbst mein 3-Meter Stoff, hat man ja gesehen, war nicht lang genug, um auch noch auf dem Boden genügend Platz zu haben, dass sich das Model bewegen kann. Für reine Hintergründe, also wenn man den Boden nicht mit drauf hat, ist das völlig in Ordnung. Wir haben dann auch noch ein Shooting gemacht mit Body Painting Farbe und die Farbe hat auch so ein bisschen gekleckert und so ein bisschen abgefärbt auf die Stoffe und da muss man sagen, das sollten Sie dann sofort wegwaschen. Auf dem Vinyl kann man natürlich sehr schön Schmutz entfernen, auch mit Wasser drüber gehen, während dem Shooting gar kein Problem. Nur dadurch, dass die Stoffe bedruckt sind, sollte man zum Beispiel Bodypainting-Farbe nicht zu lange einziehen lassen, weil die Stoffe müssen ja für Farbe aufnahmefähig sein, sonst hätte man sie ja nicht bedrucken können. Ich konnte einen Großteil sehr gut wegwaschen, es sind aber immer noch kleine Spuren übrig geblieben. Je schneller man das wegputzt mit Wasser, desto besser. Alles in allem auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde auch raten, den Premiumstoff zu verwenden, der etwas dünner ist, aber in der Haptik und auch im Look, glaube ich, ein klein bisschen nach meinen Begriffen schöner aussieht. Ich mache wieder alle Links unter dem Video. Das Shooting mit Bodypainting-Farbe, das können Sie in Kürze auf meinem Vimeo-Kanal anschauen. Das kann ich hier nicht zeigen, weil es ja im Prinzip mehr oder weniger Aktfotografie ist. Und da mache ich ein Making-of auf meinem Vimeo-Kanal. Das verlinke ich unten und natürlich auch den Link zum Hersteller. Ich bedanke mich fürs Zuschauen aus dem X-Lab, Rüdiger Schestag.